Hallo und wie schön, dass du da bist. Ich bin Gabriela, Körperpsychotherapeutin, Yogalehrerin, auch traumasensitives Yoga. Und in diesem Video geht jetzt für dich darum, dass wir drei Übungen für Angst- und Panikattacken ansehen, die du sehr gern mit dem Körper, mit deinem Körpergewahrsein üben kannst. Und zwar mehr präventiv als Not. Tool oder Notwerkzeug, denn ich bin immer dafür, dass es präventiv erfolgt, um solche extremen Zustände zu vermeiden. Ja, Entwicklungstrauma und Ängste, vielleicht zwei Sätze vorweg. Es gibt natürlich verschiedene Art von Ängsten. Ich werde jetzt drei verschiedene ansprechen hier. Sehr, sehr häufig, dass hinter Ängsten Wut zu finden ist. Und hinter dieser Wut der Schmerz. Vielleicht magst du in ein paar ruhigen Momenten darüber nachdenken, denn gerade bei Entwicklungstrauma ist es sehr, sehr typisch, dass wir aus diesem kindlichen Schmerz heraus, als wir entweder Verlassenheit oder Entwertung oder richtig körperliche Schmerzen auch, aber erfahren haben, wir aus diesem Schmerz damals nicht flüchten konnten, dennoch eine ungeheure Wut in uns empfunden haben und diese Wut damals sehr, sehr sorgfältig nach unten gedrückt haben, was häufig bis heute ein geballte im Körper steckende Energie ist und diese kann unter anderem eben diese Ängste erzeugen. Als erstes werden wir uns eine Situation beleuchten, was Menschen mit Entwicklungstrauma sehr häufig begegnet. Und das ist es, wenn wir durch Blicke, durch Blickkontakt von irgendjemand, muss ja nicht bekannt sein, wir getriggert werden und plötzlich ein Angst und zum Teil dann vielleicht später auch Panik in uns aufsteigt. Wir wissen ja, dass durch Blickkontakt in den ersten Monaten, den ersten, ja, auch schon Stunden nach der Geburt, die Bindung und diese emotionale Kontakt- bzw. Bindungsdynamiken entstehen. Und dieser Blickkontakt gerade zur Mutter ist sehr, sehr einprägend. Oft ist es aber so, dass gerade die Mutter ist die Täter gewesen, kann aber natürlich auch jemand anders gewesen sein oder eine männliche Figur. Deshalb möchte ich dich jetzt je nach, ja, deiner Situation dazu einladen, den Blick einer Person in Erinnerung zu rufen, die dir viel bedeutet. Und wenn du an diesen Blick denkst, dass du Sicherheit, Geborgenheit und ja, vielleicht Zuneigung, Liebe empfindest und deshalb ist es nicht wichtig, dass es die Mutter oder eben der Vater sein oder ihr Blick das ist. Und jetzt in den nächsten Minuten wird es jetzt eine Art Körpermeditation geben, natürlich traumasensitiv. Und ich lade dich jetzt dazu ein, dass du dich jetzt erstmal erdest und in deine Sitzhaltung oder auch stehen, beim Stehen oder auch beim Laufen kannst du das auch tun oder beim Liegen. Aber dass du in dieser auf jeden Fall bequeme Haltung erstmal ankommst und womöglich spürst, wie deine Sitzhöcker zum Beispiel am Boden aufkommen oder dein Oberschenkel, dass du am Boden spürst und wahlweise kannst du deine Augen schließen oder auch öffnen oder eben abwechselnd. Aber auf jeden Fall versuchst,
Denn Aufmerksamkeit auf deinen Körper und Körperempfindungen zu lenken und dabei mit einem Entdeckungsgeist erforscht, was du dort vielleicht wahrnehmen kannst. Womöglich spürst du das Gewicht deines Gesäßes und deines Rumpfes und ganzen Oberkörpers, genau dort, wo du mit deinem Körper den Boden berührst. Oder vielleicht sitzt du auf dem Stuhl und dort die Sitzfläche, dass du gerade in der Wahrnehmung erkunden kannst. Oder beim Stehen dann einfach die Fußsohlen, wie sie die Erde berühren. Und wenn du in diesem Gewahrsein angekommen bist, egal ob du in deinem Körper etwas wahrnehmen kannst oder nicht, aber du hast deine Aufmerksamkeit, soweit es möglich ist, genau auf diese Berührungspunkte, damit diese Berührungspunkte dir Anhaltspunkte auch sein können. Und als nächstes lade ich dich dazu ein, dass du jetzt diesen Blickkontakt, welcher dir so viel gibt und du in Erinnerung so abgespeichert hast, dass dir immer wohlgesonnen und mit Zuwendung begegnet ist, in Erinnerung rufst. Und mit diesem Blickkontakt jener Person jetzt eine Bindung aufbaust und dabei versuchst zu erkunden, was dieser Blick in dir, im Körper bewirkt, welche emotionale und auch physiologische Reaktionen das auslöst, vielleicht eine gewisse Entspannung oder einen tiefen Atemzug mit Seufzen oder womöglich kleine Sehnsucht oder eine Wärme ums Herz und vielleicht auch das Gefühl von Zuverlässigkeit und Sicherheit, von Zuflucht oder Stabilität. Vielleicht magst du auch ein wenig mehr forschen, wo genau du das im Körper spüren kannst, wo diese Empfindungen gerade sind. Spürst du vielleicht im Schulter- und Nackenmuskulatur? Oder in deinem Brustkorb oder vielleicht einen entspannten Bauch und Unterleib hast du gerade bekommen durch die Visualisierung von diesem Blickkontakt. Denn in unserem Bauch wohnt die Geborgenheit. Und manchmal entsteht auch dort eine wohlige Wärme. Und vielleicht kannst du durch diesen Blickkontakt das sogar erspüren. Wenn du in deinem Körper aber nichts wahrnimmst, ist natürlich auch in Ordnung. Denn das ist vollkommen okay und ist bei Entwicklungstrauma eine sehr natürliche Reaktion, dass wir immer wieder in Phasen unseres Lebens, aber vielleicht den Körper nicht ganz so spüren oder auch die Emotionen und nicht so lenken können, wie wir
sie vielleicht uns wünschen. Und jetzt abschließend, magst du vielleicht diesen Blickkontakt nochmal schön abspeichern in dir? Als Ressource, wenn du diesen in der Zukunft brauchen würdest. Und vielleicht nimmst du jetzt für das Erste von dieser Person Abschied. Bis zu einem Wiedersehen, entweder in der Imagination oder im realen Leben, dass du die Bindung auf jeden Fall aufrechterhältst und auch all das, was dir dieser Blickkontakt jetzt gespendet hat. Als nächstes, vielleicht magst du langsam, wenn du dann soweit bist, aber deine Augen wieder öffnen. Du kannst dich auch ein bisschen regeln und strecken oder eher so ein bisschen diagonale, quere Streckungen und Dehnungen zu machen. Oh. Um wieder ganz hier anzukommen.